Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video, und zwar heute eine Reise in eine mittelalterliche Stadt. Ich habe mich jetzt vorbereitet, wie schon öfter erwähnt, auf die Meditation. Und jetzt gehe ich in mich hinein. Über mein drittes Auge, über die verschiedenen Chakren, habe mein drittes Auge geöffnet. Jetzt rufe ich diese mittelalterliche Stadt auf über mein Unterbewusstsein. Und ich sehe jetzt vor mir so eine Gasse, so eine mittelalterliche Gasse. Mit den Steinen, also Pflastersteinen, ohne Bürgersteig, sondern nur links und rechts. Die ist so halb rund, in der Mitte höher und links und rechts vertieft. Auf der einen Seite direkt so eine Rinne. Tiefer in den Stein, mit Steinen eingerahmt, wo Wasser oder was fließen kann. Dann die Häuser, alte mittelalterliche Häuser, Türen, schwere Türen, alles umrahmt mit so Graniteinrahmungen in verschiedenen Formen, Fenster. Manche Fenster sind so halbrund oder so mit der Spitze oben zusammenlaufen. Manche haben Gitter vor den Fenstern. Wenn ich so hoch sehe, sehe ich weiter oben an verschiedenen Häusern so Holzvorschläge und so wie Rüstungen, Balkone, sagt man heute. Und ich gehe jetzt so die Gasse entlang hinein. Und hier ist ein so wie ein Bogen. Und in diesem Bogen sind so Fenster, verschiedene Fenster in so mit so Blei-Einrahmungen, kleine Fenster, aber ein größeres Fenster und eine Tür und zieht hinein. Da ist eine Schusterwerkstatt drinnen. Ich trete ein und dann läutet es, eine Glocke an der Tür. Und jetzt riecht es hier nach Leder. Nach diesem Kleber sehr stark und dem Leder. Es sind verschiedene Werkbänke da mit verschiedenen Werkzeugen und dann so eine Art Schraubstücke, die ausschauen, wo man so einen Schuh aufspannen kann. Verschiedene Schuhe, Stiefel. Die einen höher, die anderen niedriger. Die anderen haben oben so ein Lederrand, verschiedene Lederstreifen, verschiedene Sachen liegen so auf dem Tisch. Und es hängen so und weiter rechts hängen so Ledermuster, Streifen. Und auch größere Stücke. Und dann geht da so eine Tür nach hinten. Wahrscheinlich der private Bereich. Aber es ist jetzt momentan niemand da. So gehe ich wieder raus in die Gasse. Und sehe wieder entlang in der Gasse und gehe noch ein Stück vor. Und links.
Links sehe ich jetzt eine schwere Tür, so Doppeltür mit verschiedenen Fenstern. Und wenn ich da so reinschaue, sehe ich verschiedene schwere Tische mit Bänken und Stühlen. Und heraus ist über der Tür so eine Gussform oder Eisenform wie ein Krug. Also es scheint mir hier ein Gasthaus zu sein. Aber momentan ist da niemand drin, ist leer. Gasse wieder zurück zu meinem Ursprungspunkt und verbinde mich wieder über meine Beine mit der Mutter Erde, mit meinem Körper und komme zurück ins Alltagsbewusstsein. Ich öffne die Augen und bin wieder hier. Es dauert eine Weile. Wie ich schon öfter erwähnt habe, bis man aus dieser Trance wieder herauskommt. Manchmal geht es schneller, aber ich lasse mir Zeit. Dann ist dieser sehr angenehmes Gefühl noch von der Schwingung her. Ich lasse es praktisch so ausschwingen, langsam wieder zurückzukommen in diese Realität. Ich wünsche dir alles Gute und hoffe, du konntest ein bisschen folgen oder auch mitmachen in dieser Reise. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.